Willkommen zurück zu Final Fantasy X HD. Yay! Es geht weiter. Mal sehen, wir sind hier oben rechts rausgekommen. Jetzt wird es Zeit, hier mal eben die linke Seite noch zu erkunden. Da waren wir, glaube ich, gar nicht drin. Und dann können wir endlich mal Richtung Süden weiterrennen. Bei anderen Teams mal eine Umkleide umgucken. Ja, ich will total die Umkleiden von anderen Teams ausspielen. Ja. Hi. Was bist du? Keine Ahnung. Oh Mann, das ist aufregend. Das Spiel beginnt gleich. Das nennt man wohl die Ruhe vor dem Sturm. Es ist super. Was auch immer du bist. Da liegt ein Buch am Boden. Die Kabinen der Aurochs sind auf der anderen Seite oder spionierst du hier herum? Ich spioniere hier herum. Außerdem steht da schon mal ein weiblicher Ronzo. Hinter dem Typen liegt ein Buch am Boden. Ich finde die super schwer zu sehen. Albedo-Lexikon Band 6 erhalten. Hier ist es unmöglich zu sehen in der Einstellung, aber hey. Na, Forge of Vs und Fs. Yay. Gut zu wissen. Ja. Ist das nicht der Gastspieler der Aurochs? Was treibst du hier noch? Na, treibst du dich hier noch herum? Weibliche Ronzos, okay. Spieler der Aurochs, fühle die Stärke der Ronzo. Ja. Ja, genau. Außerdem, warum stehst du die ganze Zeit auf den Zehenspitzen? Ist irritierend. Letztens hat mir Biscum die Hand geschüttelt. Nee, Bixum die Hand geschüttelt. Toll, oder? Nein, toll, Gell. Nee, toll, Gell. Gell. Gelle. Das ist scheinbar, Bayer. Ich habe Geschenke für die Goas mitgebracht, aber der Wächter lässt mich nicht durch. Ja, ist aber auch eine Frechheit. Was hast du mitgebracht, einen größten Hammer? Ja. Hier sind die Kabinen der Luca Goas. Unbefugte haben keinen Zutritt. Deswegen durfte er dann mit seinem Hammer nicht. Ich kann mich noch nicht mal sehen. Heap Potion mal 2. Dieser blöde Offizielle lässt mich nicht zu meinem geliebten Graf. 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 Ich bin Goas-Fan, seit ich ein kleines Kind war. Mein Beileid. Ich gehöre nicht zu der Sorte, die nur aus der Mode Goas-Fan geworden sind. Außerdem habe ich mich angehört wie eine Ziege. Mäh. Sie ist ein Hipster. Ja. Sie war schon Goas-Fan, bevor es cool war. Ja. Das ist schön. Die Hipster-Ziegen-Oma. Ich hoffe, wir treffen die Hipster-Ziegen-Oma irgendwann wieder. Sie ist ein guter Charakter. Ja. Cutscene. Ich wollte total wissen, wie dieses Gebäude von oben aussieht. Ja. So wolltest du mehr von Tidos sexy Midriff sehen. Sieht man ja nicht. Jetzt nicht mehr. Aber von schräg oben. Was ist das für ein Mikrofon? Warum hat das irgendeinen leuchtenden Mittelpart? Ich Welchen stehe Sinn hier hat live dieser leuchtende Mittelpart? Vor einem Medium und einem Ronzo. I'm sorry. Please let me through. Breaking News. Medium will durch. Ja. Guck mal, das ist dieses Medium und der Starspieler von den B-Side Aurochs. Ja, vor allem, das ist ein Medium. Der tatsächlich wichtige Charakter von den beiden. Ich bin 5 Meter gelaufen. Hier ist die Aussicht so schön. Der möchte gerne Hauptcharakter und unterbricht mal wieder alles. Yoda! What was that? Was sollte das? Gepfiffen? Gibt's in eurer Welt keine Lippen oder warum überrascht dich Pfeifen? Ja. Ich kann so nicht pfeifen. You try it too. Put your fingers in your mouth like this. Du musst dich anfangen so zu reden, bevor du die Finger im Mund hast. Ja. Not like that. This. Nimm sie in den Mund. What the fuck are you doing, Titus? You just blow. Ja. Ja, so sehen alle ersten Versuche aus. Practice. Okay. Ja. Then I'll come running. Mit Finger kann ich nicht pfeifen. Well, guess we should just stick together then, till you can do it. Yes, sir. Yes, sir. Weil das so eine unglaublich wichtige Aufgabe von Tidos an Yuna ist. Also, da gibt's auch andere Gegenden, in die du laufen kannst. Dieses Jahr setze ich alles auf die Albed. Psyks! Psyk! Du hast wie immer keinen Geschmack. Wieso feuerst du die Albed an? Sie haben alle Masken auf. Das macht sie. Oh, das ist die andere. Sie haben alle Masken auf. Das macht sie mysteriös und cool. Cool! Breaking News! Möchte gern Hauptcharakter. Renn ins Bild! Breaking News! Summoner got stuck! Breaking News Medium Brain Dead! Stay away from the Summoner!
What? Hallo, Kamera, wump! Hallo, du kleiner Aufrührer. Danke für die hitzige Rede vorhin. Ich hoffe, du spielst ebenso lebhaft im Turnier mit und übrigens, Yuna, geht's dir gut. Hier sind wir wieder, direkt und live vor dem Stadion. Man kann die Spannung vor der Eröffnung förmlich riechen. Hallo! Wir übertragen gerade live. Stört uns gefälligst nicht. Ja, die Live-Übertragung wurde zwischendurch auch einfach schon mal abgebrochen, weil er einfach mit uns geredet hat. Stuck an den Aber es sind noch alle Richtungen, in die du laufen kannst. Ich wollte Yuna stuck gehen lassen. Medium still brain dead. Ach, die schon wieder. Mir gefällt das nicht, dass die AMP da mich immer im Pokal teilnehmen. Ja, ich bin sowieso überrascht, dass Yevon die teilnehmen lässt. Wenn ich daran denke, dass das Turnier bald beginnt, kann ich mich kaum mehr halten. Wenn wir doch gelernt haben, dass die AMP mit ihren Maschinen dafür schuld sind, dass Sinn irgendwie noch durch die Gegend läuft. Wie angeblich. Jahr verläuft? Die Ghosts werden natürlich gewinnen, ist doch klar. Aber sicher. Sicher, aber meine Frage war, wie viele Tore Bixum schießen wird. Warum kann ich Bixum eigentlich nicht aussprechen? Wahrscheinlich, weil der Name sogar noch ist. Nee, einfach Biscuit. Biscuit. Cookie. Ah, hier geht's da wieder hin. Okay. Dann war ich irgendwie von der Säule irgendwie nach oben laufen, da war irgendwie noch ein Weg. Ich will die Stadt erkunden. Das ist immerhin die größte Stadt, die wir bis jetzt gesehen haben. Na, Erkundung. Da war ein Ententier. Und vor allen Dingen ist das Kamerateam weg. Nee, ja. Die stehen jetzt noch auf der anderen Seite. Ah ja. Hey. Die arme Bürgerwehr. Wegen der Offensive können sie sich das Turnier nicht ansehen. Oh. Aber wir haben schon andere Leute von der Bürgerwehr getroffen, die gesagt haben, danach können wir das immer noch gucken. Geradeaus zur Luca Oper. Ja, auf zur Oper. Oh, ich hoffe, wir dürfen bei der Oper mitspielen und... Oh. Ja, und müssen die Aufmerksamkeit der Königin und der Zuschauer auf uns ziehen, indem wir Knöpfe drücken. Ja. Ich habe meinen Dienst als Seemann quittiert. Die Meere von Spira sind zu gefährlich. Ja, da schwimmen so Sins rum. Ich wollte Spheroiden kaufen, aber ich habe zu wenig Taschengeld. Nutze Ability Heap. Seefahrt ist immer gefährlich. Typen, die vor Angst weglaufen, sollen ja nicht wiederkommen. Groß das Ding. Dann gehen wir wohl mal Opa gucken. Ist eine Opa. Die sollte groß sein. Sollen wir ein paar Leute auch zugucken können. Hey, ist ja voll hier. Die Reisenden können sich vor der Abreise auf diesem Monitor informieren. Eine der Aufgaben der Bürgerwehr ist es, diese wichtigen Infos zu sammeln. Ah ja. Gucken wir nochmal auf den Monitor drauf. Blub. Lernprogramm, Monster, Infos, Grundsteuerung, Grundbegriffe. Yeah. Ja, das Übliche. Bomber und Doppelhorn, okay. Hat man nicht alles lernen kann. Ja. Auf diesem Monitor kannst du dir Daten von Monstern in der Umgebung von Luca ansehen. Ja, das sind also Monster, die wir hier antreffen werden. Ja, dann gucken wir nochmal kurz Bomber rein. Und Doppelhorn. Ah ja, schon mal kämpfen da einfach gegen die Monster. Okay. Bläht sich auf, wenn er angegriffen wird. Nach 3 Angriffen explodiert er und fügt dem letzten Angreifer immensen Schaden zu. Falls er von 3 Runden nicht zu besiegen ist, sollte man sich mit Ex-Feuer gegen das Hitzeelementare explodieren schützen. Anfällig gegen Kälte, daher ist Eis wirksam. Oh, das macht irgendwie Sinn. Bomber, Attacke, 192 Schaden. Attacke. Und was passiert, weil es ein Bomber ist? Er bombt. Kaboom. Er kann schon einfach Feuer einsetzen. Feuer. Hat natürlich gegen den magieresistentesten Charakter im Team gemacht. Dragonik ihn wachsen lassen? Ich weiß es nicht mehr. Pling. Wir werden es jetzt gleich herausfinden. Ja, ist hier das Wasser. Scheint auf jeden Fall kein normaler Kampf zu sein, dieser Testkampf gegen ihn. Nein, ist das Wasser? Ist Wasser, ne? Nein, ist Eis. Ja. Er ist Feuer, also nee, ist Feuer, Eis. Feuer, Eis und Blitz und Wasser, ja klar. Eis! Boom! 478. Scheint ihn nicht getötet zu haben. Explodieren! Dann wird das Lulu wahrscheinlich tot. Wahrscheinlich. Ja. 600 Schaden. Lulu stirbt. Aber dafür ist ihre Ekstaseleiste auch voll. Ja. Jetzt ist nur die Frage... Übernimmt man das auch? Ist sie tot und ist ihre Ekstaseleiste voll? Ekstase. Tot ist sie nicht. Ja, Ekstase ist voll. Nice. Dann kann man die Ekstaseleiste voll schieben. Das ist interessant, dass das geht. Vor allem mit Bombern ist es ja ziemlich einfach. Ja. Schöne Musik belauschen tun, schöne Bilder sehen tun. Ah ja. Unsere Musik wollt ihr hören? Dann kauft Droppen einen Spheroiden. Ah ja, genau. Meine Geschichte könnte etwas lang werden. Wollt ihr nicht mit hineinkommen? Jein? Eigentlich nicht, aber vielleicht gibt's da was.
ist die Antwort. Da liegt ein Buch auf dem Boden. Wo liegt dein Buch? Du siehst diese Bücher, aber ich sehe die nicht. Abelix, irgendwann 7 erhalten. Fortschritte, Cars und Gs. Okay. Sure. Wollen Sie nicht Ihre Reiseerlebnisse in Bildsphäroiden archivieren? Was ist ein Bildsphäroid? Wir nehmen Ihre Erinnerungen aus der Vergangenheit. Aus Phäroiden auf. Warum ist Vergangenheit türkis und in... egal. Das nennen wir Bildsphäroide. Im Grunde jedoch besteht kein großer Unterschied zu den Sphärenkameras und Monitoren. Normalerweise kann man nur Geschehnisse aufnehmen, die gegenwärtig ablaufen. Wir können aber auch die Vergangenheit speichern. Wie? Um die Spheroiden zu benutzen, betätigt man das Kontrollpult in der Loge. Loge, ich weiß. Loge. Ja, aufzeichnen bitte. Ja, warum nicht? So, bitte schließen Sie nun Ihre Augen und konzentrieren Sie sich. Ich... Zurzeit können 15 Bilder auf Spheroiden aufgenommen werden. Können wir uns das jetzt aussuchen, wo wir was aufnehmen? Was? 5000 Gil. Bitte, was? Stückzahl bestimmen, alles aufzeichnen, bleiben lassen. Bildsphäroiden besitzen nur 50. Verfügbares Bildmaterial 15. Werden Sie uns bitte bald wieder. Vielleicht kommen wir irgendwann mal wieder. Ja, eines Tages vielleicht. Wie wär's mit hausgemachten Musiksphäroiden? Ja, das kann ich mir auch so denken, aber gucken wir mal, wie teuer. 2000. Ja, nein, danke. Ja. Dieses gesamte Gebiet hier scheint mir eher fluff zu sein. Ja. Für Endgame oder sowas. Willkommen in der Sphäre, möchten Sie in die Loge? Ja, warum nicht? Einmal kann warten. Schön hier. Musiksphäroiden einsetzen, Bildsphäroiden einsetzen, zurück zum Empfang. Haben wir alles nicht, also zurück zum Empfang. Ja. Also was da jetzt mehr oder weniger diese Videosphäroiden sind, ist, dass man sich mit den Videosphäroiden halt bereits gesehene Cutscenes klar machen lassen kann, die man sich dann angucken kann. Die Musiksphäroiden sind selbsterklärend. Immer wenn ich ein Luca bin, kaufe ich meiner Familie ein Spheroiden. Ja, das ist schön. Du hast zu viel Geld, Kollege. Ja. Ja gut, dann verschwinden wir mal wieder von hier. Wissen wir jetzt auch, was es hier so gibt. Wir haben immer ein Altbildlexikon gefunden. Zwei Stück sogar. Also und hier eins und in dem Umkleiden haben wir eins gefunden, also... Ja, dann können wir jetzt endlich dem roten Pfeil weiter folgen. Ja, vielleicht finden wir Auron. Vielleicht passiert mal irgendwas. Auron! Auron! Irgendwo außerhalb des Hades auf Auron zu treffen, wäre ja auch mal was. Ja. Lalalala. Auron! 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 Dies ist unsere Geschichte. Ja. Wow! Ja, die vier Leute, die auf der Bank sitzen und die drei, die da hinten stehen. Tedes, was hast du schon wieder geraucht? Na. I thought every town was little. You know, like Besaid in Kilika. Towns don't usually get bigger than that. Aber diese Stadt ist besonders. Weil ein riesiges fliegendes Himmelsarschloch kommt. Ja. Und anfängt alles auseinanderzunehmen. Na. Sin? Es setzt sich einfach auf die Stadt drauf. What about Luca? It's safe here? Ja, total. It's not any different, but the stadium is here. The Crusaders fight to protect it with all their strength. Ja, die sind ja auch so effektiv dabei. The stadium? Ja. Blitzball is really the only entertainment that we have. Ja, wir müssen nicht das Leben der Leute beschützen, wir müssen das Stadion beschützen. Entertainment. Whoa. Talk about pressure. Hör auf rumzuheulen. That's right. Is Xanarkand like this too? Nein, in Xanarkand war das irgendwie ein kleines bisschen anders. Da gab es deutlich mehr Spieler und es gab eigentlich, außer dass man gewinnen wollte, nicht so viel Druck. Ja. All tall ones and cramped together. Oh. Oh, Gebäude. Mehr Gebäude, näher aneinander standen. So tall. Don't you ever get dizzy? Nee. Nicht, wenn man darin geboren wird. Ja. Vor allem Leute, die in New York aufwachsen. Ja. Mit 20 Millionen Leuten in der Stadt. Da ist alles andere einfach nur winzig. Ja. Ein roter Luftballon. Luftballon! Der gehört mir! Toll, nicht? Nein. Ja, total. Genau, Miss Cool. Den kann man mit einem einfachen Luftballon eine solch eine Freude machen. Du kannst ihm auch einen Luftballon in die Hand stecken. Ich hab da auch einen Tag lang mit Spaß. Unser Kind ist außer Rand und Band. Bitte habt Nachsicht, auch wenn es im Weg sein sollte. Und du kannst sogar noch viel günstigere Sachen, du kannst mir einfach Luftpolsterfolie geben. Da habe ich stundenlang Spaß mit. Oh Gott. Bubble Wrap. Bubble Wrap. Arf. Hat er dir gerade ins Bein gebissen? Sah irgendwie so aus. Yep. Herzlich willkommen.
Ausrüstung ansehen. Neben den offiziellen Blitzball-Artikeln führen wir auch seltene Items. Ich wusste gar nicht, dass hier ein Shop ist. Ich auch nicht. Vor allem, weil Oaka noch gesagt hat, alle Shops sind aktuell geschlossen. Ja. Er hat uns angelogen. Gucken wir mal kurz durch. Ist nur Unfug. Ne. Teilschutz brauchen wir jetzt nicht so richtig. Ne, dafür ist er nicht gut genug. Mein Z-Angriff plus 3% ist wahrscheinlich dann plus 1 Magiepunkt. Das ist nicht wahr, aktuell, ja. Ach, du bist der Junge, der vorhin in der Glotze war. Viel Glück beim Turnier. Obwohl ich ja nicht glaube, dass die Aurochs durchkommen werden. Aber ich bin der Starspieler. Der Sonne kennt Apes. Ja. Mein Chef ist das Spiel anschauen gegangen und ich soll jetzt den Laden hüten. Der hat sie nicht mehr alle. Ich will auch die Girls anfeuern gehen. Ja, dann tu das doch einfach. Hast du Prima Seymour gesehen? Ist er nicht toll? Ist er nicht gut aussehend? Nein. Du meinst mit den blauen Venen auf seiner Stirn? Ja, ich, Das gibt's doch nicht, das Café ist überfüllt. Ja, also gehen wir halt nicht ins Café, dann gehen wir halt hin, wo auch immer das hier ist und was auch immer das ist. Kann man scheinbar nicht reden. Gott sei Dank, man kann scheinbar nicht mit diesen Leuten reden. Aber mit denen? Oh, ich bin am Ende. Wir mussten das Turnier Tag und Nacht ohne Pause vorbereiten. Oh nein, du arme Schild. Oh, Rin, natürlich kenne ich den. Der war Leibgarde von Zebraska. Schön, dass das hier einfach jeder weiß. Leute, in roter Kluft gibt es wie Sand am Meer. Denkst du, ich merke mich jeden Einzelnen? Scheinbar fragen wir gerade nach Orin, um dass wir es merken. Ich würde sagen, oben rechts gibt es noch irgendwas. Du hast einen Nerven. Hier so rumzuschlendern. Ey! Achso, wir reden mit der Frau. Ich dachte, wir reden mit dem Typen. Wir reden mit ihr. Okay. Fängt nicht gleich das Turnier an? Während des Turniers alles überfällt. Bis da mal das bestellte Essen kommt. Die Stadt ist echt groß, kann man viel erkunden, scheinbar. Oh ja. Ich habe gerade das außerhalb der Stadt gefunden, solange wie die Ladenzeit ist. Sieht so ein bisschen so aus wie der Weg aus der Stadt raus. Das sieht auch interessant aus. Also eine Schatzkiste. Meins? 1000 Gille halten. Das ist nicht schlecht. Kann ich mitleben? Ja. 1000 Gille. Ach, guck mal, die Bürgerwehr. Hier schon wieder. What you doing here? The tournament's about to start. Wir wollten mit der Reise schon mal anfangen. Well, you're looking in the wrong place. There aren't many people here. Außerdem geht's hier schon mal aus der Stadt raus. Stadium or watching the game on the sphere. They love their blitzball. Aren't you gonna watch? We'd like to, but we're waiting for some couriers. They're late. Lutz hat keine Wahl. But we're still on duty. What about the mission, duty. Sir? Der Typ ist sehr motiviert, seinen Job zu machen. See what I mean? We might be a little late, but we will go watch you play. You better be winning when we get there. Yes, sir. Dieses Spiel hat irgendwie eine Tendenz dazu, Charakteren Klamottenfarben zu geben, die einfach genau ihrer Hautfarbe entsprechen. Ja. Und das an Stellen, an denen sie nicht unbedingt Klamotten tragen sollten, die genau ihrer Hautfarbe entsprechen. Vielleicht hat er einfach nur Assless Chaps an. Davon ab. Ja. Medium still brain dead. Jetzt rennt sie da oben gegen die Wand. Titus! Was soll ich tun? Was willst du tun? Da war eine Kurve. Sie hätten schon einen Blumenkasten fest. Jeez. Ja, also selbst die Signal of Mana KI intelligenter. Das soll was heißen. Nein. Guck mal, Leute. Aber ich sehe Auron nicht. Was hast du erwartet? Auron's not here. Na sowas. Das überraschen sie jetzt alle. Ja. Sie werden Auron noch nie wiedersehen. Zeit mit allen zu reden. Kimari. Unpraktisch, dass wir jetzt ausgerechnet Kimari dabei haben, weil der wird mit niemandem reden. Ja. Why not talk, Kimari? Not see Yenke for 10 years. Ach Gott. Say something. Bekannte Ronzo. Kimari forget Yenke? Forget Biran? Leave Kimari, Yenke. Kimari is small, Ronzo. Kimari so small, can't see Yenke and Biran's faces. Vor allem kann er nicht reden. Ich sag komisch, ich schmeiß mich weg. Kimari forget Ronzo friends?
We taught you much at time of Hornmund. Wir haben ein Horn bekommen? Sind wir sicher? Sieht nämlich nicht so aus. Maybe taught too much. Zugegebenermaßen sehen die Einhörner da vorne schwachsinniger aus als Kimari. Ja. Ich frag mich, ob die Magie haben. Na, Einhörner. Huh, ein netter Uppercut. Sure you can! Take it outside, the tournament's starting, you hear? The game! Today on this glorious day, players from all over Spira have assembled here. Gesegnet sei der Blitzball. Ja. To participate in this great contest of bravery, skill and strength. Ja, das ja. Auch. Werden wir. Definitiv. Ohne Zweifel. Schon bald. Loading. Aber erst laden wir. All of these fine teams, equally renowned, deserve to win the cup today. Nein, die Luca Gors ist nicht wert. Such is the nature of this contest. Let us, the spectators, play our role accordingly. Es sind sehr wenig Teams. Let us sing to the glory of the winners and applaud equally the valor of the defeated. Contestants, may heaven be with you. Na, deshalb habe ich auch nur die Kapitäne hier hochgeholt, um alle zu segnen. Ja, so ähnlich. Außerdem pre-rendered. Wasser. Blitzball Wasser einzuladen ist so episch, da braucht man pre-rendered Cutscenes für. Mein schlecht aussehen tut's ja nicht. Vor allen Dingen sieht das Wasser nicht aus wie Pudding. Ja. Vor allem so sieht es nicht aus wie Wasser. Und so eine Wasserkuppel zu haben, wäre bestimmt ziemlich geil. Ja. Auch wenn es physikalisch schwer machbar ist. Ja. Wäre ziemlich teuer, so ein Ding zu bauen. Ja. Ja, das auch. Ganz abgesehen davon, dass du das Ding mit irgendwas füllen müsstest, wo drin die alle schwimmen und atmen können. Ja. Das ist das große Problem. Oder du gibst ihnen Taucherflaschen. Oder das. Worauf stehen die? Es ist Wasser. Auf ihren Symbolen da auf dem Boden? Die. Auch im Wasser schwimmen. Miep. Anstoß! Scheinbar. Das erste Spiel scheint zu beginnen, während wir nicht dabei sind. Komm schon, Walker. Sei einmal gut in dem, was du tust. Einmal in deinem Leben. Mach was Richtiges. Kimari! Yuna's gone! Bam! Noch ein Schlag ins Gesicht. Tja, haben wir mal kurz nicht hingeguckt. Ja. Und das nur, weil die Ronsos aufgetaucht sind. Und das nur, weil sie nicht pfeifen können. Ich stelle mir vor, wie Yuna entführt wird. Die hängt da die ganze Zeit. Yuna's been kidnapped by the Al-Bed Sykes. In exchange for her safe return, they want the Aurochs to lose. Warum sollte man das schlechteste Team überhaupt bestechen? Ich hab keine Ahnung. Vielleicht haben alle Angst, weil Tinus geredet hat. Ja. This will be no problem. They're telling the Aurochs to throw the game, as if they needed to. I mean, how good a team can they be? Waka said the same thing. He'll take care of the game. We should go get Yuna. The Albed boat is in Dock 4. Ja, ach, deshalb war da nichts. Wollen wir wohl mal wieder nach Pier 4? Denn in Pier 4, da geht's rund. Ja. Das sind Dinge. In Pier 4 sind die Albeds. Die Albeds. Gut, dass wir ihre Sprache schon zu locker 20% oder so beherrschen. Ja, so etwa. Ja. Viele haben, ich glaube, 6? Ja, irgendwie so. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir die Albed attackieren werden, beziehungsweise uns Yuna zurückholen. Wahrscheinlich beides. Prinzessin entführt, das passiert ja niemals. Ja. Bis zum nächsten Mal, see ya. Aloha.